So, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal von Mario Kart 64. Ich habe dieses Spiel wohl Ewigkeiten nicht mehr angefasst, deswegen wundere ich mich auch selber gerade, warum hier das erweiterte Spiel, das erweiterte Intro kommt mit diesem Bild hier, weil normalerweise ist es ein anderes Bild. Das Bild kommt nur, wenn man. Egal. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wahrscheinlich ist es noch auf dem PC irgendwie. Ja, tatsächlich, hier ist auch noch extra. Wahrscheinlich ist es auf diesem PC einfach noch ein alter Save State oder so. Das kann natürlich sein. Oder wahrscheinlich ist er einfach mit der ROM mitgekommen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir alle Tracks auf 150 spielen. Oh ja, ich verstehe das nicht ganz, aber okay. Wahrscheinlich ist es wirklich einfach nur mit der ROM mitgekommen. Man weiß es nicht. Egal. Wir fahren auf jeden Fall alle Cups auf 150 einmal durch. So. Einfach vor der Lulz. Und weil jetzt Ewigkeit nichts mehr von mir gekommen ist, aber das hat private Gründe. Deswegen soll uns das nicht weiter stören. Und man sieht, die Grafik ist etwas aufgebohrt, könnte man sagen. Das liegt aber daran, weil ich ein göttliches Plugin gefunden habe für den N64. Ich müsste aber nochmal den Namen rausholen, der steht dann wahrscheinlich unten in der Beschreibung. Mit den verbesserten Einstellungen und so. Egal. Auf jeden Fall merke ich gerade, dass dieses Spiel ziemlich unfair ist im 150-Mode, weil die Gegner einfach normal, bei normaler Beschleunigung schneller fahren als du selber. Das fand ich damals auch ein bisschen unfair. Aber egal, mit Drift kann man die eigentlich gut fernhalten. Und das ist, boah, eine übelste Verrenkung mit den Fingern, wenn man driften will und gleichzeitig einen Panzer hält. Das ist wunderschön. Ich spiele übrigens mit einem Xbox-Pad, nur zur Info. Und habe den alten Knopf auf den rechten Bumper und das Driften auf den rechten Trigger gelegt. Deswegen sah das wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Gut, dass ich da keine Webcam drauf gehalten habe. Egal. Wir sind jetzt erstmal in der letzten Runde. Oh mein Gott. Und irgendwie bin ich gerade ziemlich weit vorne, oder? Wenn man mal auf die Karte schaut. Das ist eigentlich ziemlich untypisch für den 150-Mode, aber okay. Ich beschwere mich nicht. So, wir kriegen auf dem ersten Platz. Oh, man hat damals noch so geile Items auf dem ersten Platz bekommen. Das geht schon gar nicht mehr klar. Naja. Und damit haben wir die erste Stage abgeschlossen. Yay! Freudensprünge, FTW. Ich weiß jetzt nicht, ob das sonderlich gut war. Wie gesagt, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich hätte ja doch auch gerne ein Together gemacht, aber es hat sich jetzt auf die Schnelle keiner finden lassen, der das mit mir spielen wolle, tun, tuten, tun. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt hier alleine. Und wir kommen zu Mumufahren. Yay! Awesome! Ich glaube, die kürzeste Strecke in diesem Spiel, oder? Da bin ich mir jetzt echt unsicher. Also es ist auf jeden Fall kürzer als Luigis Piste. Das sowieso. Und die Bitch geht mir jetzt schon wieder auf die Nüsse. Wegen ihrem komischen. Warum habe ich jetzt angefangen zu schlägern? Egal. Wegen ihrem komischen Motorsound. Man hört einfach mal rein. Ich versuche mal jetzt an die Bitch ranzukommen und dann hört sich mal den Motorsound von ihr an. Okay, daraus wird dann nicht mehr. Ist ja auch egal. Wir klauen uns jetzt erstmal drei Panzer von Mr. Mysteriös. Und dann haben wir Wario weg. Jawohl, das hat geklappt. Und jetzt kommt die Bitch schon wieder. Stirb, Bitch! Nein! Nein, und wir hauen uns selber weg. Super. Das ist natürlich super geil. Aber ein Goldpilz. Yay! Yeah. Yay, yeah, Goldpilz! Hyperspeed! Und durch Maulwürfe. Das ist saugefährlich, was ich hier gerade mache, aber ist egal. Und wir fahren vor Säulen. Was auch immer. Ich habe gerade mit irgendeinem. Wahrscheinlich mit einem Panzer. Egal. Panzer! Ach ja, das wird jetzt wieder so ein einfacher Sieg, weil ich jetzt den Panzer zum Schluss bekomme. Ich hoffe aber, dass Toad auf dem zweiten Platz bleibt, weil ich meine Peach wäre im letzten Rennen auf dem zweiten gewesen. Kann ich mich noch ein bisschen absetzen. Aber das ist natürlich mal wieder nur Wunschdenken.
Ich muss jetzt mal gucken, was ich selber als erstes übers Ziel gehe. Na komm. Geh weg, Peach! Komm, 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 in der letzten... Ach, schade. Naja, egal. Das lässt sich auf jeden Fall wieder aufholen. Auf jeden Fall. Ach, die Endmusik von der Strecke ist immer so extrem chillig. Das finde ich toll. Game-Musik war damals einfach toll. Ist ja heute immer noch, aber dieses ganze Orchester-Gedings geht mir ja im Grunde schon wieder auf den Sack. Das Einzige, wo es wirklich passt, ist Mario Galaxy und Metal Gear Solid. Da finde ich super, aber in anderen Spielen ist es eher unpassend. So, und hier zeige ich euch gleich was. Das wissen gar nicht so viele, das hat mich überrascht. Als ich mal mit anderen Leuten dieses Spiel hier gespielt habe. Und zwar gibt es hier, wenn man hier rumfährt, eine Abkürzung. Aber ich dachte, das wäre so ein Geheimnis, das im Grunde jeder kennt, aber offensichtlich nicht. Dann habe ich jetzt euch wahrscheinlich auch wieder was gezeigt. So. Und Peach fährt einfach mal vor den Gummibaum. Oh yeah. Und Mario fährt in meinen Panzer rein. Hooray. Und ich fahre einen Krebs rein. Nee, doch nicht. Wuhu. Man kann hier übrigens auch am Ziel rechts vorbeifahren und die Runde wird trotzdem gewertet. Das nutze ich normalerweise aus, aber ich muss jetzt halt den Krebs ausweichen. Kann es euch ja gleich nochmal zeigen. Nur die Bitch ist mal wieder vor uns. Und Wario. Warum jetzt Wario auf einmal so auf... Naja, egal. Oh. Und den Krebs habe ich vollkommen übersehen, aber ist egal. Kommt man hier die Panzer... die Panzer. Muss man schon nach vorne schießen? Offensichtlich nicht. Und ich habe mal wieder drei grüne Panzer. Stirb Wario. Und die Gummibäume. Yay. Und ein Blitz. Und meine Panzer sind größer als ich selber. Yay. Gott, war es in den damaligen Teilen auch schon so, dass die Panzer nicht auch kleiner wurden? Wahrscheinlich ist es ein Grafikbug. Egal, muss am Emulator liegen. Aber es könnte auch sein, dass ich mich jetzt hier gerade voll vertue. Gott, muss echt nochmal das Original spielen. Ich hab mein Nintendo 64 noch hinten im Schrank rumliegen. Muss ich unbedingt mal wieder das Original auspacken. Es ist immer nochmal was anderes, das auf dem Emulator zu spielen. Also auf der echten Konsole. Nun ja. Wir fahren hier jetzt erstmal ins Ziel. Und vor einen Gummibaum. Verdammt. Vor den Gummibaum gefahren. Und die Bitch knall ich jetzt auf. Nein, ich will die Bitch abknallen. Die darf nicht schon wieder erster werden. Und episch am Ziel vorbeifahren. Yay. War ich jetzt erster? Ja, ich bin erster. Gut. Ich dachte schon, ey. Wahrscheinlich war das ultra knapp. Die Auflösung in 3, 2... 1. Okay, es war knapp. Wow, 900. Das ist schneller als ein Wimpernschlag. Dom, dom, dom. Aber ich habe es ja geschafft. Woo! Ist euch mal aufgefallen, dass die meisten Charaktere aus dem Mario-Universum 5 Buchstaben in ihrem Namen haben? Ich meine, Mario, Peach, Yoshi, Wario und Luigi haben 5 Buchstaben in ihrem Namen. Das ist mir auch gerade zum ersten Mal aufgefallen. Und wir kommen zum Desert, der letzten Strecke in diesem Korb. Oh yeah! Los geht's! Das war auch irgendwie so eine ganz komische Abkürzung, die es hier gab, wenn man über die Schiene fährt. Das werde ich jetzt aber nicht ausprobieren, aufgrund des knappen Standes. Die Computer sind immer so dumm und fahren hier reinkommen. Dafür lasse ich die Bitch jetzt zweimal büßen. Komm schon, ich fahre durch den Zug. Ja, nicht. Oh, verdammt. Ich habe nicht rechtzeitig bremsen können. Das ist natürlich super clever. Und ich setze meinen Blitz ein. Juhu. Und ich fahre über Peach. Yay. Drüber fahren. Nein. Ach, Menno. Ich wollte doch über sie drüber fahren. Oder ging das hier überhaupt? Doch, das ging hier. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ging das. So. Banane. Ich sagte Banane. Also fahr rein. Dankeschön. Gab ja auch immer so einen tollen Sound, wenn man eine Bananenreihe hat und dann da eine reinfällt. Hoffentlich kann ich euch das noch zeigen, weil der Sound ist einfach super. Kommt schon Bananenreihe? Nee, aber Pilze. Komm, ich kürze mal hier ein bisschen ab. Ob das so clever war, wird sich zeigen. Na, eher nicht. Egal. Boah, dieser nervige Motorsound. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht, weil dann fangen eure Ohren danach zu bluten. Lass dich nicht vorbei. Nein, ich hab sie vorbeigelassen. Nein.
Egal, dann kann man jetzt wenigstens ihren Windschatten ausnutzen, wenn man nicht gerade in den Kies fährt. Na komm schon, Windschatten. Wie Windschatten? Warum bin ich jetzt auf einmal schneller als sie? Wann da ist es nicht? Meine Tasten werden doch gar nicht analog abgefragt. Egal, fahrt erstmal hier gegen den Zug. Schön. Jetzt schieße ich euch nochmal mit dem Panzer nach oben. Und dann kann ich locker ins Ziel fahren. Gott, Bitch ist gut. Jetzt achtet mal genau auf die Rangliste. Die Bitch wird jetzt so einen Durchmarsch machen. Pass mal auf. Sag ich doch. Mann. Die KI bevorzugt immer einen Typen. Das finde ich voll dämlich irgendwie. Wobei sie jetzt wieder auf dem fünften ist, so wie es scheint. Oh, das wäre toll. Das wäre toll. Nee, natürlich nicht. Komm, ich fahre einfach mal am Ziel vorbei. Das macht immer so einen Spaß zum Schluss. An Ziel vorbei zu fahren. Auf dem neuen Teil, das ist immer so toll. Da könnt ihr eure Freunde gut mit aufregen. Und zwar, wenn ihr beim... Boah, wie hieß das jetzt nochmal, die Strecke? Ich glaube, Cooper Cup im Retail. Zum Schluss, in der letzten Runde, übers Ziel fahrt und dann anschließend direkt links runter. Dann spawnt ihr wieder vor dem Ziel und ihr könnt so tun, als ob ihr jetzt ganz knapp vor dem Ziel reingefahren seid. Vor denen. Besonders toll ist es dann, wenn die tatsächlich das erste Mal durchkommen, bevor ihr das zweite Mal durchkommt und die dann voll verwirrt sind, warum sie nicht gewonnen haben. Das ist immer besonders toll, vor allem online, wenn die das überhaupt nicht sehen können. Aber hier kommen wir erstmal zur Siegerehrung. Und wir sehen das Grundlevel von Mario 64. Das finde ich ganz toll, dass die das da applikiert haben quasi. Und wir sehen rechts Mario, Mario, nicht Mario, da. Seht ihr ihn? Da, rechts. Rechts, noch weiter rechts. Ja, jetzt ist er weg, verdammt. Jetzt habt ihr nicht gesehen! Mann! Ja, man sieht da immer den vierten. Vor allem, wenn man selbst es nicht aufs Podest geschafft hat, dann steht man da selber und guckt einfach in die Ferne. Das ist immer besonders toll. Und wir hatten einen Goldpokal, der aus Gold ist. Wer hätte das gedacht? Wuhu! Und er versprüht Konfetti, wo auch immer das gelagert ist. Weil da drin ist es ja nicht. Guck mal rein. Da ist er nicht. Mysterious.